Ich bin Marco, die eine Hälfte des Kerns von Unexister. Und ich bin die andere Hälfte und ich heiße Nick. Wir sind die beiden Co-Band-Leaders. Wir schreiben die Songs, wir schreiben die Texte. Wir sind der kreative Kern von Unexister. Ich liebe Sounds. Ich liebe Geräte, die Klänge erzeugen, egal ob das Gitarren sind, Effektgeräte, Sampler, Software, einfach Tools, die faszinierende Klänge erzeugen. Bei mir geht es in der Musik vor allem darum, Atmosphären zu kreieren. Auch sehr düstere, zum Glück. Hauptsächlich, ja. Ich kann keine fröhlichen Atmosphären erzeugen. Nee, ja, und ich habe das Glück auf diesen Atmosphären, auf diesen Stimmungen surfen zu dürfen, als Sänger, als Texter und sie Marco zurückzubouncen, weil vieles, was ich krieg von Marco, ist eine Rohfassung, mit der ich was anstelle, oft improvisatorisch, die dann Marco wieder inspiriert und so geht es in einen Ping-Pong hin und her. Manchmal arbeiten wir zusammen im Studio und das Ping-Pong ist sehr schnell an Ort und manchmal schicken wir uns aber auch Sachen hin und her. Hobbys brauche ich nicht. Die Musik gibt mir in dieser Hinsicht genug. Ja, Hobbys, ich würde ja sagen Leidenschaft. Meine Leidenschaft sind die Berge. Klettern ziemlich intensiv und sonst alles, was Bergsport ist. Ich bin abgesehen davon ein politischer Mensch. Und dann war noch die Frage, was wir in unserem Leben sonst so machen. Ich habe die Tendenz, ganz viele andere Projekte zu machen, die ich entweder lustig und spannend und kreativ finde, also aus dem kulturellen Bereich, oder dann eben Dinge, die ich wichtig finde, was dann eher in Aktivismus geht. Und wenn ich nicht Musik mache, dann helfe ich viel anderen Künstlern, dass sie keine üblen Verträge unterzeichnen. Ich kenne mich sehr gut mit Verträgen aus. Ja, es ist schon fast eine Anekdote, wir haben es, glaube ich, auch in unserer Bio geschrieben. Das erste Album, das ich gekauft habe, das war Computerwelt von Kraftwerk. Und das zweite Album war ein Motorhead-Album. Die ganze Bandbreite ist da irgendwie schon abgesteckt, von voller Elektronik bis zu Metal. Und irgendwie habe ich mich dann immer auch darin bewegt. Ich habe mich nie festgelegt auf eine bestimmte Sparte. Dunkel muss es sein, aber sonst, es darf elektronisch sein, es darf sehr hart sein. Ich reveale meine allerersten Käufe hier nicht. Es ist ein bisschen peinlicher als bei dir. Aber meine Geschichte verläuft vielmehr im Punk-Hardcore, sehr underground auch, sehr viele sehr kleine Bands, in den besetzten Häusern, in der Subkultur, im DIY. Was uns in unserem aktuellen Sound sicher stark beeinflusst hat, ist eben genau die Richtung von diesem dunklen, aber doch sehr komplexen Zeug, Alternative Metal, Industrial, Bands wie Young Gods, Nine Inch Nails, Melvins, Mr. Bungle, Tomahawk. Druckvoll. Tief. Dramatisch. Dunkel. Pulsierend. Differenziert. Überraschend. Dynamisch. That's it.